Herzlich willkommen zur 50. Folge. Oh. Ja, 50. Folge Krass oder so. Hä? Ach, elektronische Bauteile. Und ich sammle hier alles andere ein. Aber können wir die nicht auch mal irgendwie in eine Kiste packen? Ein bisschen was. Wie viel haben wir da oben jetzt? 2, 4, 6, 8, 10. 12 Stück bräuchten wir. Sieben. 8. 9. 13. Buff. Nochmal. 13 Stück für die. Bitte schön, liebe Bauroboter, ihr dürft euch dort sehr gerne bedienen. Ihr müsst jetzt halt nur aufpassen, dass wenn die jetzt auf die Idee kommen, von hier oben die quer rüber zu fliegen, dass wir hier noch ein paar Nester wegmachen und auf jeden Fall diese Nester hier unten. Weil das muss auf alle Fälle weg. Oder wie sagen wir, nehmen jetzt erstmal dort aus dem Lupenwischer raus, dass sie das hier unten nicht bauen, sondern vielleicht bevorzugt erstmal hier rechts gehen. Auch mal wie viele Punkte wir übergeben können, Inventargröße. Also umso größer sind wir da, desto besser. Wenn wir Zeug mit. Das Ding könnte man ja auch mal fertig bauen, oder? Theoretisch. Das machen wir mal. Ich hole mal ganz kurz das Auto. Kommt jetzt hier mir Stahl an. Ja, nur jetzt ist das Kupferproblem. Aber nach da ist es voll. Das heißt, die können jetzt nach da hinten hin alles. Achso, nach rechts. Die ganze Ecke hier ist auch noch nicht mal voll. Und das läuft ja auch schon seit bestimmt 10 Folgen. Wo geht das bis nach da? Bitte schön. Außer des Logistiknetzwerkes. Nein. Komm schon, haben keine Zeit. So, könntet ihr euch da 50 rote Greifer mal rausnehmen? Dann würde die Forschung nicht besser laufen, weil wir keine blauen haben. Da brauchst du keine blaue, da brauchst du wieder blaue. Und für den Kram brauchst du noch nicht. Okay. Das heißt, wir machen das mal hin. Ach, das 2000 blaue brauchen wir noch. Wieso ziehst du denn immer noch? Ah,
Das ist auch zu viel. Das Kupfer fällt. Also es laufen ja. Passt alle. Bis halt auf hinten jetzt eine 4. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass mit 2, 4, 6, 8, 10, 12, mit 12 Speed-Modulen. 3, 4, 6, 8, 10, 12. Die Geschichte deutlich besser laufen wird. Weil die 33% mehr wird den Ausschlag geben, dass die hier voll laufen können. Hoffe ich. Und ich hoffe auch, dass die hier dann auch noch ausreichen werden, was den Holzbedarf betrifft. Ja, guck mal, da hinten, es kommt ja wirklich gut was an. Und da hinten staut es sich sogar teilweise ein bisschen. Es könnte gut ausgehen. Und hier stauen sich jetzt. Jawohl. Liegt das daran, dass jetzt die Seite noch voll gelaufen ist? Nö. Gut, aber irgendwann sind die voll gelaufen. Das Stein fällt hier, ne? 61 Stunden noch, dann ist die Hütte leer. Guck mal, das erste Lied ist hier vorne schon mal weg. Ja, ich denke mal, 900 Türme sollten eigentlich ausreichend sein. Und dann müssen wir. Ja gut, dann fehlen wahrscheinlich die gelben Greifer, ne? Okay, wir sollten vielleicht, bevor wir jetzt überhaupt anfangen, sollten wir mal. Ups. Ups. Sollten wir vielleicht nochmal kurz hier wieder zurück und uns nochmal ein bisschen gelbe Greifer bauen. Und 67, das ist nicht die Welt. Kann ich mal kurz?
194. Das sollte reichen. Ich ganz gerne Mauer wieder. Gut. Fahren wir jetzt mit dem Dunkel los. Aber auch durch den Scheinwerfer. Sprit. Noch da. Und wieder zurück. Wir haben hier nur noch 19 mal. Nur noch 19 Bauroboters. Mehr. Steiner. Gut, das Blöde an der ganzen Geschichte ist, bis die da durch sind. Wird noch eine Weile dauern. Fangen wir an. Hat ja gut geklappt mit den. Wir fangen mal kurz an. Den weg und den weg. Dann hätte man den hier unten gar nicht wegmachen müssen. Aber die Roboter sind jetzt hier fleißig am Bauen, ne? Na los, komm schon. Wir müssen da noch mal ein bisschen was reinpacken. Naja, guck mal, hier Reparatur geht's. Ruckzuck. Was fängt denn hier unten? Ach so. Ach, guck mal, da kommen sie auch gerade. Das hat sich hier gut gepasst. Ja, dann müsst ihr mal jetzt hier mal ein bisschen bauen. Nicht nur Holz ernten hier. Auch
auch mal hier ein bisschen Gas geben. So, hier mal drum kümmern. Nur nicht zu schnell bauen, weil wir müssen halt auch da hinten dann gegen ankommen. So, nochmal den Rückwärtsgang reinwerfen. Wir müssen jetzt hier auch hier vernünftig aufbauen. Ich glaube, hier ist auch noch ganz viel. Jetzt sollte ich mal ganz kurz aussteigen. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir hier Stück für Stück das ganze Zeug aufbauen. Ganz wichtig, nicht zu schnell. Ich mit dir. Oh, 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 oh. Da komme ich auch noch ran. Da hinten geht es auch noch. Okay. Wir haben keinen Strommast mehr. Wir können keinen Strommast mehr bauen. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wir brauchen Strommasten. Ich hoffe, du kommst wieder, Auto. Bauen kannst du unterwegs. Kümmerstapel, wir brauchen Kümmerstapel. Das war knapp. Erstmal hier schnell aufbauen. Das ist zwar weg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit er jetzt noch hier vorne aufbaut, bevor die da reagieren, oder? Okay, das ist ein großer Wurm, der hat ganz schön Power drauf. Gut, das ist ja vollkommen egal, der kommt ja jetzt gerade nicht dran. Die dürfen halt nun nicht jetzt erstmal neue Viecher spawnen. Aber dann kriege ich mich ein Problem.
Wie kriege ich eigentlich zweier Scharfschützenmunition? So, bon, 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 bon. Vielleicht auch erstmal ach so, ja. Kostet jetzt natürlich. Sehr, sehr viel Munition, die wir dann oben nicht mehr haben. Weil das da oben noch geht. Ah, jetzt hat er sich selber. Ja, er macht es nämlich schon mal so ganz gut selber. Ich muss mich einfach nur rausstellen. Aber ich wollte gerade sagen, jetzt haben sie keine Lust mehr. Die Öfen. Erinnert mich mal mit dran. Die können wir nämlich auch mal in unser Dings mit reinbasteln. In den Zerkleinerer, dass ich die 4 Sticks da mal frei bekomme. Aus welchem Grund? Hat er jetzt hier bei 2 gesetzt? Zwei Blueprints vielleicht miteinander gesetzt? Sieht mir fast so aus. Gut, aber dann haben wir jetzt hier oben zumindest schon mal zwei, drei Nester weggemacht. Das ist grundsätzlich auch schon mal nicht schlecht. Ich jetzt gerade schon mal hier bin. Ihr habt alles. Ja gut, blaue Arme kann ich auch nicht mehr bauen.
Aber zumindest schon mal die Greenhouses hier überall hingesetzt. Das würde auf jeden Fall schon mal viel helfen. Genau, dann haben wir nämlich das auch erledigt. Das ist auch nochmal locker ein Inventarplatz, der frei wird. Gut, so, dann sitzen nämlich die auch alle. So, davon nochmal zwei gebaut. Hundert Roboter sind frei. Ich muss mal den Rückwärtsgang einbauen. Dass die dann da noch mal ein bisschen was auf die nee. Sollte ja reichen. Mauern? Mauern werden doch nicht abgeholt. Nee, nein. Aber guck dir das mal an. Die Eisenplatten sehen vernünftig aus. Bitte schön, neue. Den haben sie schon fast komplett fertig. Das heißt, nächster Punkt wäre Lendfeld. Nächste Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.